MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, meine Freunde, ich würde mal sagen, wir machen mal jetzt den Formationstest. Das letzte Mal haben wir ja im Prinzip einen Champions League Talk draus gemacht. Aber das Team, das will jetzt endlich mal richtig gespielt werden. So, geben wir dem Montolivo erst nochmal einen Vertrag. Packe ich dem erstmal hier so ein Silberding drauf. Ich weiß ja nicht, wie lange das Team bleibt. Wahrscheinlich ja nicht lange, ist ja nur für die Testformationen-Reihe. Und ich glaube, den gebe ich auf jeden Fall mal Fitness. Die haben ja das letzte Mal gegen die zwei Chemiebolzen gespielt. Packen wir einfach mal so eine Team-Fitness drauf. Haben wir auch noch 36. Das passt. Oh, da bin ich eins zu weit gegangen. So. Jo, jetzt müsst ihr alles stimmen. Fitness ist drauf. Los geht's. Bin ich mal gespannt. Hoffentlich finden wir jetzt einen ordentlichen Gegner. Sorry, Finale wäre jetzt eigentlich gewesen. Also ich glaube, das letzte Gameplay war im Halbfinale mit dem Silberjungs. Eigentlich wäre Finale gewesen, aber ich habe das Finale schon gespielt. Über Nacht, also tut mir leid. Weil ab und an mache ich ja im Privaten auch mal ein Spiel. Und ja, ehrlich gesagt, ich habe nicht so ganz dran gedacht. War eigentlich ein ganz spannendes Finale. Weil ich war erstmal ziemlich am Verkacken. Ich habe mit dem Ibra-Team gespielt. Und erst 1-0 in Führung gegangen mit Sterling. Dann, wie war es? Genau, ich habe mit Ibra ausgeglichen. Dann hat er einen Doppelschlag gemacht. Hat mit Nasri und noch irgendwem hat er 3-1 gemacht. Das heißt, ich war schön zwei Tore hinten. Dann war zweite Halbzeit. Da habe ich mir gedacht, Massive, Alter, konzentrier dich nochmal richtig. Ich glaube, im Let's Play hätte ich dieses Spiel definitiv verloren. Weil da hätte ich mich wahrscheinlich so aufgeregt. Hier seht ihr den Gegner. Benteke, Remy, Sissoko, Dembele, Nani, Terapt, oder Trapt. Baines, Smalling müsste es sein. Cahill, Johnson und Lloris. Sieht relativ stark aus, das Team. Und da er über beide Außen 5 Sterne Skill hat, vielleicht kann er auch 5 Sterne Skills. Schauen wir mal. Jedenfalls das Spiel. Ich habe mir gedacht, zweite Halbzeit pusht dich nochmal richtig massive. Gesagt, getan, richtig gepusht nochmal. Ibra Tor, Ibra noch 2 Tore gemacht, Lukas noch ein Tor gemacht, Lavezzi noch ein Tor gemacht. Im Endeffekt, glaube ich, war es 5-3 dann. Das Ding gewonnen. War echt ein geiles Spiel. Aber wie gesagt, ich glaube, ohne Scheiß im Let's Play hätte ich das Ding definitiv. Hier ist die Lücke. Der Ball kam auch, ich glaube, der muss abgefälscht gewesen sein, oder? Ich habe schon vorne auf Benteke geguckt und habe ich gesehen, dass der Ball irgendwie doch nicht durchgegangen ist. Naja, egal, darum soll es nicht gehen. Nani pusht sich, er kann köpfen natürlich in der Mitte. Okay, anscheinend scheint er nicht so der Skiller zu sein. Auf jeden Fall macht hier das 1-0 mit Benteke. Ja, sonst hätte er wahrscheinlich einen Skill angesetzt. Die meisten machen das dann mit ihren Jungs. Vor allem, er hat ja auch relativ viel Platz auf der Außenbahn. Aber anscheinend, ja, flankt er dann doch lieber mal. Mal gucken. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen wenig mehr auf dieses Spiel konzentrieren, als auf vergangene Spiele, die eh nicht mehr zu retten sind. Jetzt hier ist die Lücke. Da ist die Lücke. Und da kommt er auch durch und... Ah, ja, das ist halt das Problem, wenn deine Stürmer halt null passen können. Das ist halt prinzipiell so ein einfacher Pass, aber er kommt halt einfach nicht durch. So, Benteke, Balotelli, der bringt den wieder nicht gut rüber. Also passen kann er ja mal gar nicht, ohne Scheiß. Ich hatte Balotelli ja vorher schon mal, da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, da musste er auch nicht so oft passen. Ich glaube, das war im 4-3-3. Aber jetzt, Alter, der versaut ja jeden Pass, egal was für einen. Naja, egal. Weiter hier im Programm. Schauen wir uns erstmal nach hinten hier. Ja, Montolivo. Ich weiß nicht wohin. Stand keiner da. So, Benteke. Jetzt ganz drüben. Ja, der kriegt den auch rüber. Sehr schön. Evra macht. Ach du Scheiße. Ich weiß, dass das Evra ist, aber bitte, den kann man doch mal machen. Der schießt den ja meilenweit am Tor vorbei. Ach du Scheiße. Schöne Kombination, schön freigespielt, aber es ist halt leider Gottes Evra gewesen. Das ist halt so ein Problem in der Fünferkette. Da hast du halt kein rechtes, linkes Mittelfeld, was vielleicht noch schießen kann, sondern da hast du einen, ja, Evra. Der wahrscheinlich besser verteidigt als so ein linker, rechter Mittelfeldspieler. Aber schießen ist nicht so ganz sein Ding, würde ich mal schätzen. Also ich glaube jetzt mal nicht. Es gibt ja einige Außenverteidiger, die noch ganz ordentliche Schusssets haben. Aber nach diesem Schuss würde ich mal sagen, Evra gehört nicht dazu. Unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. So, jetzt mal vielleicht hier schnell nach vorne. Ja, komm, wenn Balotelli jetzt mal laufen würde.
Ja, komm, Ballo, push dich. Sehr schön, Ballo, komm. Alter, wie er sich von Smalling machen lässt. Dachte ich jetzt mal, dass er sich pusht. Eigentlich ist Ballo ja so einer. Ja, aber wir kommen zum Freistoß. Joa, der Montolivo sieht eigentlich ganz gut aus. Den, mit dem schießen wir auch. Ah, ist zu weit weg. Ich glaube. Oh, alter Vater. Ich dachte eigentlich, er wäre zu locker gewesen, aber er war anscheinend einen Tick zu fest. Schade. Hübsches Ding von Montolivo. Also er kann nicht nur passen und ja, ganz gut defenden ab und an mal, sondern er kann auch Freistöße schießen. Hübsches Teil. So, Benteke. Dembele haben wir, sehr schön. Unser Dembele ist nämlich auch noch da. So, die Pässe. Ich habe es ein bisschen mit den Pässen in dem Spiel, wie man vielleicht sieht. Hier ist die Lücke offen für Benteke. Aus dem Winkel, nee, ne? Gut. Aber jetzt kommt die Flanke und da steht Ring. Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn das für ein Spiel? Da bin ich schon wieder kurz davor, mich ein wenig aufzuregen. Ich muss einfach sagen, wir haben das Spiel dominiert und der Gegner hat halt zwei... Ja, Flanken, zwei Tore. Was willst du machen? Die Dinger hier gehen halt eigentlich immer rein. Grundlinie innerhalb des Strafraums. Da kommt der Gegner eigentlich immer zum Kopfball. Ja, was willst du machen? Wir liegen jetzt hier 2-0 hinten. Das ist auch schon lange her, als es das letzte Mal war. Ich kann jetzt auch gar nicht unbedingt so die Fehler in der Defensive erkennen bei uns, muss ich auch sagen. So, hier grätscht das Dingens aus. Finde ich schade, dass ein 93er Abate nicht an einem 78er oder so Terrap vorbeikommt. Kann man mal machen eigentlich. Ifra. Mexes, ja, der steht da rum. Guckt euch das mal an. Da steht er. Na gut, okay, war knappes Abseits. Wäre das jetzt, es sah mir ein bisschen größer aus, dann hätte ich mich vielleicht ein wenig aufgeregt. Ja, jetzt heißt es hier mit einem 2-0 Handicap weiterzuspielen. Vor allem, ich finde ihn halt wirklich auch gar nicht unbedingt so stark. Weder vorne noch hinten. Also vorne kam halt bis jetzt, ja, zwei Flanken, die sind leider Gottes auch beide reingegangen. Aber auch hinten kamen wir schon ganz gut durch, prinzipiell. Deswegen will ich hier auch auf jeden Fall noch nichts in den Sand schreiben. Es gibt ja Gegner, da merkst du, Alter, der ist richtig stark. Vielleicht vorne und hinten. Da ist schon so ein 2-0 eine Vorentscheidung. Aber wie gesagt, bei ihm sehe ich das noch nicht. Und Alter... Wir müssen halt nur einfach mal ein Tor machen. Das wäre schon mal ein Anfang. So, Montolivo. Ah, die ist richtig scheiße von mir getreten. Da habe ich am Ende, bin ich irgendwie nochmal von Stick gekommen. Und dadurch hat er das Ding halt relativ eng nach innen gezogen. Und ja, da muss der Torwart noch nicht mal rauskommen, weil, ja, den fängt er auch so ab. Nani, ja, jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Flanke. Schätze ich jetzt einfach mal. Jo, da kommt die nächste Flanke. Kann ich leider Gottes wieder nicht verteidigen, weil Efra nicht hinterherkommt. Das ist natürlich auch so ein kleines Problem an Efra. Bis jetzt muss ich sagen, gefällt er mir auch noch nicht unbedingt gut. Ich meine, es gibt zum Beispiel Cole, der ist auch nicht schnell, aber der pusht sich dann noch. Aber jetzt hier Efra, muss ich sagen, der hat auf seiner Seite bis jetzt noch nicht so ganz zugemacht. Im letzten Spiel, also jetzt nicht bei den Chemiespielen, sondern beim letzten richtigen Spiel mit dem Team, war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber jetzt in dem Spiel, muss ich sagen, lässt er sich von Nani einfach ziemlich machen. Er kommt halt einfach nie auch nur annähernd hinterher, also pusht sich auch nicht. Geiles Ding von Montolivo. Aber kommt er mit Kale wieder hin. Sonst hätten wir natürlich die Flanke auf Benteke gebracht. So, Benteke, Remy geht wahrscheinlich wieder auf die Außen. Ja, ich nehme jetzt auch mal Company. Ach, ist das überhaupt Company? Ich glaube, ist gar nicht Company. Doch, haben wir in dem Team Company? Ja, doch. Company haben wir in dem Team. Den nehme ich dann lieber mal, weil irgendwie der kommt mir ein bisschen spritziger als Efra vor. So, Nani wieder. Jetzt haben wir hier diesmal Dembele gegen ihn gehabt. So, weh. Ja, okay. Ziemlicher Fail von mir. Ich dachte vielleicht, dass einer der beiden Stürmer sich da anbieten würde. Remy. Pfosten. Ja, okay. Jetzt ist er auch mal zu so einer Chance gekommen. Ich spiele auch, seitdem ich das 2-0 bekommen habe, mehr schlecht als recht. Muss ich einfach so sagen. Ja, das muss man definitiv so sagen. Scheiße, Alter. Ich muss mich jetzt mal zusammenreißen. Einfach jetzt... Ach, push dich doch einfach mal. Meine Fresse, Alter. Ist doch Dembele gegen Dembele, aber es ist scheißegal, Alter. Ja, das war jetzt eine Tiltgrätsche. Mir war eigentlich klar, dass ich da nicht an den Ball kommen werde, aber es hat mich jetzt einfach schon wieder ein wenig getiltet. An der Fitness kann es nicht liegen, die haben wir vor dem Spiel aufgefüllt. So. Geht's hier rüber? Terrapt? Ha, Abate, push dich doch mal. Und dann geht der Ball wieder durch.
Montolivo, nochmal zurück. Ja, jetzt laufen wir durch Balotelli. Na, Abate kriegt den Ball noch nicht mal an Smalling vorbei. Benteke will wahrscheinlich loppen, richtig. Das war obvious. Jetzt loppen wir mal, ganz genau, und er geht auch diesmal durch. Balotelli muss ihn jetzt mal machen und macht ihn auch, sehr schön. 4 Sterne Weak Foot hat er, oder? Also war auf jeden Fall ein guter Schuss mit links, dafür, dass er ein Rechtsfuß ist. So, Tarab, ey, der ist so lahm eigentlich, aber wir kommen einfach nicht hinterher. Und ich kriege auch Abate nicht angewählt und er darf wieder die Flanke machen und es ist 100 pro ein Tor. Nee. Alter. Ey, ja, okay, der Gegner hier spielt nur über Flanken, muss man so sagen. Kann man, denke ich mal, ja, das kann man nicht bestreiten. Ist ja auch nicht schlimm, ich meine, er hat gute Flankenspieler in seinen Reihen und... Ja, wieso soll er meine Schwachstelle nicht nutzen, weil die Seite über Efra ist tatsächlich eine Schwachstelle. Und ich sage das ja auch des Öfteren, wenn man beim Gegner eine Schwachstelle erkennt, dann soll man die natürlich nutzen. Balotelli, Alter, wieso lässt er sich in dem Spiel so leicht aufholen? Benteke macht hier jetzt zwar das 2-2, aber Balotelli irgendwie lässt sich hier schon wieder von Smalling. Smalling ist zwar nicht der allerlangsamste, aber ja, Balotelli ist dann schon noch ein Ticken schneller. So, Terrap wird wieder über die Außen gehen. Diesmal muss Abate ihn jetzt mal wegpushen hier. Das geht gar nicht. Vor allem, wir haben hier Fünferkette. Stimmt, das fällt mir auch noch ein. Und dass er da so gut hier über die Außen durchkommt. Ich weiß nicht, warum Abate den nicht einfach zu Montolivo köpft, der einen Meter neben ihm steht. So. Mal gucken. Chisoko. Ich krieg den Innenverteidiger nicht. Gott sei Dank passt er hier nochmal. Ich meine, er pusht sich hier anscheinend trotzdem. Aber ja, im Endeffekt bin ich froh, dass er den nicht mit Remis... Nee, doch, nicht mit Remis bekommen hat. So. Jetzt gehen wir in die Halbzeit mit dem 2:2. Ja, keine Ahnung. War ein sehr komisches Spiel. Nach dem 2:0 habe ich mich ein wenig hängen lassen. Aber wir haben es ja dann wieder aufgeholt. Er ist auch von der Statistik vorne. Also ich kann nichts sagen. Wie gesagt, er spielt halt nur über Flanken. Aber wieso auch nicht? Dann müssen wir jetzt mal hier in der zweiten Halbzeit ein bisschen pushen. Also erste Halbzeitleistung von mir nicht gut. Kann ich auch nicht alles aufs Team schieben. Teilweise schon. Vor allem auf den Weak Spot Efra. Da muss man einfach so sagen, der ist eine richtige Schwachstelle im Team gewesen. Und das war jetzt richtig failig von mir. Und ja, komplett failig. Ich ziehe meine Abwehr komplett raus. Und ja, so kann man halt auch mit einer Fünferkette einfach mal 3 Tore in 45 Minuten bekommen. Richtig mies von mir gemacht. Ich glaube, ich habe Kabul komplett rausgezogen. Ist das Kabul? Ich glaube schon. Und wir gehen jetzt wieder mit einem Rückstand hier in das Spiel rein. Ah, wirklich, also dieses Spiel unter aller Kanone, was ich leiste, muss ich einfach so sagen. So, Fellaini, spielen wir hier mal auf Benteke. Jetzt durch! Ja, komm! Schade. Loris ist leider Gottes vor Balotelli am Ball. Hüpf, 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 hüpf. Aber doch nicht zu Remi. So, wer ist das? Ach, Efra, der läuft auch irgendwie ganz komisch auf dem Feld rum. Einmal ist er Außenstürmer, jetzt spielt er hier zentral. Ah, da dachte ich, Balotelli läuft. Deswegen habe ich den zweiten Ball mit Montolivo dann auch nochmal in die Lücke gespielt. So, Maxess, Montolivo. Ja, Montolivo kann passen, ne? Deswegen Haken und Pass. Ja, Balotelli, jetzt push dich mal, sehr schön. Jetzt pusht er sich, jetzt machen wir auch die Flanke. Nee, schade. So, erstmal wieder Ausgleich jetzt machen, ne? Dann können wir vielleicht wieder über einen Führungstreffer reden. Ah, richtig ärgerlich, mir so ein Ding gleich wieder nach der Halbzeit einschenken zu lassen. So, Tarabt. Ja, diesmal wollte er, glaube ich, schon flanken, aber ich glaube, er hat gesehen, dass die Flanke nicht durchgegangen wäre. Deswegen die Drehung gemacht. Remi hier kommt aus dem Abseits. So, versuchen wir mal Benteke anzuspielen. Wenn er stehen bleibt, wird es vielleicht was, obwohl der ganz schön weit kommt. Doch, er kommt aber zu Benteke. Fellaini, Mitte, nochmal abgelegt, Benteke, Montolivo, jetzt ist hier die Lücke, ich hoffe mal, Alter. Ja, es war eh abseits, aber der Pass von Montolivo eher richtig mies, obwohl ich eigentlich ganz locker nur drauf gedrückt habe. 57. ist noch genug Zeit, also Hauptsache jetzt hinten mal irgendwie versuchen ordentlich zu spielen, weil da muss ich echt sagen, Alter, was ich hier zusammengespielt habe, das ist mal à la Bonheur, Junge. Oh, Alter, meine Hunde, ey. Ihr hört das vielleicht, der Hund von meiner Freundin ist auch hier und die ballern hier gerade richtig durch den Raum. Ich habe die jetzt halt hier reingemacht, weil hier liegen
Die Körbchen von denen. Ich hätte sie aber anscheinend mal lieber im Wohnzimmer lassen sollen. So, Tarrapt. Ne, so nicht. Ah, Fellaini. Aber Maxess kriegt das hin. Und jetzt hier gleich weitergeleitet. Oh, nochmal. Da ist er mit Dembele, glaube ich, gut dran. Maxess ist hier irgendwie ganz schön weit außen. Ah, Montolivo gegen Baines. Da haben wir natürlich Pace-Nachteile. Auch wenn Baines nicht der schnellste ist. Fellaini kriegt hier die Flanke rein und da hinten steht Benteke. Ja, das war so ein bisschen ähnlich wie sein erstes Tor. Benteke setzt sich dann gegen den Abwehrmann da durch. Ja, natürlich spiele ich jetzt übrigens auch über Flanken, nicht, dass es dann heißt, du spielst auch über Flanken. Ja, natürlich spiele ich jetzt auch über Flanken, weil ich auch Tore machen will. Und wenn die Außen offen sind, dann spiele ich natürlich auch über Außen. Ich meine halt nur, ich erwähne sowas mit Flanken eigentlich auch nur, wenn ein Gegner nur über einen bestimmten Teil spielt. Und das sehe ich halt beim Gegner so, dass er wirklich nur über die Außen spielen will. So, aber jetzt, wie gesagt, Alter, ihr kriegt den Ball schon wieder durch. Da habe ich jetzt eigentlich keinen rausgezogen. Ich weiß auch nicht. Alter, ich muss echt zu dem Spiel nichts sagen. Was macht bitte Maxess da? Ich glaube, es ist Maxess oder Kabul. Müssen wir nochmal gucken. Oder Company? Es ist Company. Nee. Hä? Ja, nee, erstmal ist es Kabul. Der, was weiß ich, was der macht. Der spielt den Ball irgendwie 2 Meter hoch. Gerade in die Luft, aber null Raumgewinn nach vorne irgendwie. Und ja, dann Company verliert halt einfach mal das Kopfballduell. Gut, müssen wir halt mit Balotelli direkt wieder ausgleichen. Ey, was ein Spiel. Was ist los? Ich muss, glaube ich, noch ein Spiel mit dem Team machen, weil ich irgendwie schon wieder nicht richtig spiele. Also das Team hat schon einige Einsätze hinter sich. Entweder kommen Chemiekeulen oder ich spiele total komisch. Also so Fehler passieren uns ja sonst nicht. Beziehungsweise muss ich ja sagen, mir. Mich fuck meine Hunde gerade übel ab, weil sie es echt übertreiben da drüben. Aber das soll uns jetzt erstmal eigentlich nicht interessieren. Weil hier sollte es jetzt erstmal darum gehen, dass wir nochmal in Führung gehen. Ich glaube, der geile Pass kam übrigens schon wieder von Montolivo. Der uns da direkt wieder zum Ausgleich verholfen hat. Und jetzt geht es wahrscheinlich wieder über die Außen. Ja, da will er schon wieder mit Johnson über die Außen rennen. Jetzt mal hier drüber. Sehr schön. Ja, komm, den müssen wir haben. Ja, damit habe ich gerechnet, dass er Lloris holt. Ja, jetzt muss ich hier natürlich die Flanke bringen. Ach, schade. Es sah so aus, als ob er den Abwehrspieler weggezogen hat. War aber leider Gottes nicht so. So, Terrapt ist über die Seite. Genau, ich habe extra Abate rübergezogen. Remy. Leuk Remy. Da muss ich Kabul nehmen. Der ist noch ein bisschen schneller als Company. Kommt wieder die Flanke. Kommt hinten auf. Weiß ich nicht wen. Alle springen am Ball vorbei. Evra passt dem Gegner direkt in die Füße. Ja, das Ding geht aber am Tor vorbei. Alter, was denn ein Spiel? Ich sag nach dem Spiel nochmal was dazu. Ich will jetzt noch nicht drüber diskutieren, weil ich habe da schon was zu sagen, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht gleich wieder einfangen. Na! Remy. Dembele. Remy will wieder drüber loppen. So, wieder zurück. Ah, was? War abseits? Okay, war eher abseits von Babo. So. In dem Spiel fühle ich mich aber... Ach komm, nein, jetzt nicht so ein Ding, ey. Das wäre auch echt lächerlich gewesen. So, in dem Spiel fühle ich mich auch wirklich, als ob ich 0 Fünferkette spielen kann. Allgemein fühle ich mich, als ob ich überhaupt kein FIFA spielen kann. Nach den Fehlern Montolivo. Der geht durch. Der geht durch. Dembele. Sehr schön, Alter. Führung 5:4. Ey, was ein Spiel. Da hier ist noch lange nichts gegessen übrigens. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Jetzt mal hier schön die Außen zu machen. Er soll bloß nicht über Außen durchkommen. Ja, da kommt der Ball wieder auf die Außen. Aber Dembele macht das sehr stark. So, erstmal auf den Babo gespielt. Ah, der Pass kommt schlecht von... Der Pass kommt schlecht von Benteke. Und das ist Elfmeter, oder? Alter. Da haut er mich meiner Meinung nach übel um. Aber naja, kannst nichts machen. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Terrapt. Haben wir. Fellaini. Ja, sehr schön. Das war richtig wichtig. Ich glaube, der wäre gar nicht mal so schlecht gekommen. Er wollte einen Pass in Lauf spielen. Gib mir mal Balotelli. Ich hätte jetzt gerne mit Balotelli abgedeckt, aber ich darf ihn nicht haben. So, Terrapt. Sissoko. Wir dürfen jetzt hier keinen mehr fangen.
Nani. Nani. Läuft. Ja, okay, er will flanken, er will... Ja, Ifra geht halt einfach nicht auf den verfickten Ball drauf, Mann. Ey, Ifra fuckt mich so ab in dem Team, ohne Scheiß, Mann. Ich habe noch nie so einen schlechten Außenverteidiger gespielt. Doch, Philipp Lahm. Aber das war's dann auch. Ja, ich weiß, wahrscheinlich ist Ifra wieder nicht schuld. Okay, dann halten wir es halt dabei, dass ich ihn nicht spielen kann. Ist mir auch Latte. Auf jeden Fall kam er zufälligerweise immer über diese Seite durch und nicht über die Abate-Seite. Im Endeffekt gewinnen wir das Spiel und es ist ja auch alles gut. Aber Efra hat mich in diesem Spiel mal sowas von abgefuckt. Es ist mir egal, dass er das Tor nicht getroffen hat. Er ist Außenverteidiger und muss das nicht treffen. Aber er hat auch in der Abwehr nach Maxess die schlechteste Bewertung. Ich muss einfach sagen, jetzt kann ich auch was dazu sagen. So schlecht. Also ich hatte jetzt neulich ja mal ein Spiel, ich glaube so eine Woche her. Da habe ich geschrieben, so schlecht habe ich schon lange nicht mehr gespielt oder irgendwie so ähnlich hieß das. Aber so schlecht wie in diesem Spiel habe ich wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Und das kann ich auch nicht aufs Tor aufs Team schieben. Denn Bela ein Ding gemacht, Benteke 2, Balotelli 2. Ich habe so viele Fails in der Abwehr gemacht. Ich habe so viele Lücken gerissen. Ich meine, für die ersten zwei Tore gebe ich mir gar nicht unbedingt die Schuld. Da ist er zweimal auf der Efra-Seite durchgepaced. Ich konnte ihn mit Efra einfach nicht aufhalten. Er ist mit Nani durchgerannt und ich kam einfach nicht hinterher. Kabul, Company konnte ich auch nicht mehr rausziehen. Und da hat er halt zwei Kopfballtore gemacht. Das geht klar. Aber auch das Ding, wo ich mir hier gleich nach der Halbzeit den Spieler hinten rausreiße. Sowas mache ich eigentlich nie. Ich weiß nicht, was in dem Spiel mit mir los war. Im Endeffekt dann noch Assist. 2 Benteke, 1 Balotelli, 1 Fellaini, 1 Montolivo. Können wir vielleicht nochmal auf die Highlights achten. Match, nein. Ratings wollen wir nicht. Ja, Benteke ist Spieler des Tages. Match Highlights. Achso, was sagt denn die Statistik eigentlich? Ich glaube, da ist er vorne. Ja, da ist er auch vorne. Ich meine, Torschüsse bedingt, das ist der Gegner. Blau ist der Gegner. Okay, gut. Achso, das sind die normalen Schüsse. Hier, Torschüsse sind interessant. Gut, ja, Torschüsse ist vorne und Ballbesitz ist auch vorne. Im Allgemeinen, ich bin mir ehrlich nicht sicher, ich würde mal sagen, ein Unentschieden wäre okay. Ich finde auch nicht, dass er einen Sieg verdient hätte, aber so wie ich gespielt habe, hier ist übrigens das erste Tor, da ist Efra noch nicht mal da, da muss Company hinterher. Company kommt nicht hinterher, mehr, was will ich mehr machen? Ich komme halt echt nicht hinterher, kommt die Flanke, Benteke steht hinten 1-0. Foul Miss, ah schade ey, es ist schon wieder, es sind nur zwei Tore drin, so lächerlich eigentlich. Und so eine Scheiße wie Miss, also hier Fehlversuche, die sind alle drinne. Hier haben wir noch das Tor von Balotelli. Hier, das ist Benteke, der den hier drüber steckt, glaube ich. Ah ne, der spielt einen richtig schönen Lauf, genau. Und Balotelli macht das Ding dann Finesse rein. Okay, alles klar. Dieses Spiel war wirklich sehr, sehr crazy. Er hat jetzt hier natürlich wirklich, von der Statistik her hat er eine bessere. Ich weiß ehrlich nicht gesagt, wie ich das einschätzen soll. Also ich kann das jetzt eigentlich nicht so ganz sagen. Ich müsste mir das Spiel nochmal angucken. So wie ich das im Gefühl habe, wäre wahrscheinlich bei meiner miserablen Leistung unentschieden gerechtfertigt gewesen. Sieg für ihn finde ich jetzt nicht unbedingt. Weil das Ding ist einfach, das Einzige, was er im Prinzip gemacht hat, ist durchgehend über die Außen zu rennen. Das hat auch sehr gut bei ihm geklappt, kann man natürlich nichts gegen sagen. Aber durch die Mitte kam er, glaube ich, nur ein einziges Mal, beziehungsweise gegen Ende hat er es noch zwei, dreimal versucht. Aber einmal, und das war gleich nach der Halbzeit, wo ich diesen üblen Fail in der Abwehr mache. Ich will nicht sagen, dass ich keine Kopfballtore gemacht habe. Ich glaube, ich habe ein Kopfballtor gemacht mit Benteke. Oder zwei? Maximal zwei von fünf. Will ich ja gar nicht sagen. Natürlich habe ich dann auch mal eine Flanke geschlagen, vor allem wenn ich in Rückstand bin. Weil in Rückstand ist mir alles komplett egal. Da spiele ich auf keinen Fall irgendwie auf schönen Spielen oder sonst was. Sondern da geht es mir wirklich darum, dass ich das Spiel gewinne. Und ja, im Endeffekt haben wir das Ding auch gewonnen. Waren dann relativ effektiv vorne, will ich mal sagen. Also bei 7 Schüssen aufs Tor, 5 Tore, ist schon ganz okay. Passgenauigkeit ist auch sehr schlecht mit 72%. Aber das, vor allem wirklich, ey, dieses Spiel, vor allem meine Abwehrleistung, mit einer Fünferkette 4 Gegentore fangen. Das ist schon mal eine Leistung, Massive. Das muss ich definitiv so sagen. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr schlecht hinten gespielt. Ich will jetzt auch irgendwie den Gegner nicht schlecht reden dadurch. Aber ich habe schon gegen deutlich stärkere Gegner deutlich eindeutiger gewonnen.
Meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist jetzt gerade so meine Einschätzung zu dem Spiel. Das heißt nicht, dass der Gegner schlecht war. Der Gegner hat das teilweise ganz gut gemacht, aber auch nur teilweise. Also halt vorne hat er richtig meine Weak Spots, die hat er richtig gut ausgenutzt. Er hat irgendwie gemerkt, über die Ephra-Seite geht was und da hat er halt auch sehr oft versucht, drüber durchzurennen. Hat halt leider Gottes auch dreimal oder so, glaube ich, geklappt. Das andere Ding war der Lobpass durch die Mitte. Und ja, dieses Spiel war von meiner Seite aus richtig mies. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt, weil ihr meckert ja teilweise immer rum, dass ich ja immer nur gewinnen würde. Aber jetzt, ja okay, jetzt haben wir das Ding zwar auch gewonnen, aber ich war erstmal 2-0 hinten und dann noch zweimal hinten. Ich glaube 3-2 war ich dann noch hinten und dann nochmal 4-3, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich ziemlich oft hinten und es sind schon wieder Dinge passiert, ja. Ich hatte natürlich auch viele Fehler drin, aber es sind auch so ein paar komische Situationen entstanden. Vor allem das eine Ding, wo er mit Dembele dann irgendwie drankommt. Nach dem Freistoß war das, glaube ich. Ganz seltsam. Ja, war auf jeden Fall ein richtig mieses Spiel von mir. Ich ziehe jetzt hier nochmal so ein Päckchen und dann machen wir auch Schluss. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Also ich sag mal so, sollte es nicht ankommen, solltet ihr sowas nicht sehen wollen, ja, wenn ich halt richtig mies spiele, weil in diesem Spiel habe ich wirklich richtig mies gespielt, dann werde ich das ja wahrscheinlich merken an der Bewertung und dann werde ich so Spiele auch nicht mehr bringen. Also, dann würde ich das jetzt sozusagen im Archiv verschwinden lassen. Aber ich will euch das jetzt, ich will euch natürlich auch gerne so Spiele zeigen, weil ich will euch alle Spiele zeigen, die ich spiele. Das war halt jetzt von mir eher ein suboptimales Spiel. Ich kann mir jetzt auch denken, dass es jetzt wieder heißt, du bist so nur arrogant oder sowas und meinst, du wärst der Bessere gewesen. In dem Spiel sage ich übrigens auch noch nicht mal, dass ich unbedingt der Bessere war, weil so wie ich gespielt habe, kann man nicht unbedingt sagen, dass ich besser war. Es geht mir nur im Allgemeinen darum, dass ich in dem Spiel einfach wirklich sehr, sehr schlecht gespielt habe. Das heißt, ich habe null Leistung abgerufen. Und ja, wie gesagt, mit einer Fünferkette 4 Gegentore fangen, das ist eine Leistung. Aber ich muss sagen, Ephra war ein richtiger Weak Spot. Muss ich einfach so sagen, ich fand ihn wirklich sehr, sehr mies. Und ja, über die Abate-Seite ging eigentlich nie was durch. Ich glaube, da ging nur der Lobpass, der ging über die Abate-Seite durch. Dafür konnte aber Abate nichts, jetzt haben wir es. Aber hier, wie gesagt, Ephra, die Seite, die hat er ziemlich beackert und hat ihn ziemlich oft überpaced. Company kann da halt auch nicht immer noch aushelfen. Ich denke mal, hier hätte ich dann... Ja, was heißt, wir haben ja Ephra auch sowieso aufgestellt, um ihn mal zu testen. Test ist fehlgeschlagen, meiner Meinung nach. Also ich fand ihn wirklich nicht stark. Der Sturm ist stark, also definitiv. Die beiden sind wirklich stark. Außer, ja, was heißt nicht außer, sondern bei Balotelli ist es ein wenig schade, dass er so scheiße passen kann. Weil bei so einer Fünferformation hier, wo du drei ZMs hast, musst du manchmal auch mit den Stürmern kombinieren. Und die können halt beide eher sehr marginal passen. Balotelli hat sogar noch einen schlechteren Pass, einen besseren Passwert. Meiner Meinung nach sind Balotellis Pässe aber schlechter. Benteke seine fand ich besser. Naja, ist jetzt auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Und ja, lasst das Spiel einfach mal über euch ergehen. Ich hätte mich jetzt auch nicht beschweren dürfen, wenn ich verloren hätte, sage ich ganz ehrlich. Im Endeffekt bin ich natürlich froh, dass ich gewonnen habe, aber es war ein ziemlich crazy Game. Ja, das wäre es jetzt aber gewesen, schon wieder so ein langes Video. Alter, die letzten Videos, die sind echt richtig lang. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schreibt das in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Links in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.